Heute Nacht ist eine magische Nacht, in der ich die Katze küre, die ein neues Leben verdient. Ich kann diesen Film leider nicht loben. Es ist Cats, die Verfilmung des Musicals von 1981. Und die Verfilmung war einfach eine blöde Idee. Mondlicht, schau hinauf in das Mondlicht. Ich habe jetzt ein paar Mal den Trailer im Kino gesehen, vorher. Und immer hat das Publikum so verlegen, verwirrt, angeekelt gelacht. Was, glaube ich, daran liegt, dass diese CGI-Technik, mit der die Katzengesichter auf die Gesichter der Schauspieler projiziert wird, die macht einen irgendwie unbehaglich. Das ist so ein bisschen creepy, das entspricht nicht unseren Sehgewohnheiten. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, die lachen alle erstmal aus so einem ungewohnten Gefühl, so einem Unwohlsein. Gut, das wird so nicht funktionieren, oder? Das sage ich zu dir. Das wird aber einfach noch schlimmer, wenn man den Film anschaut. Und das wird auch nicht besser nach 10 Minuten. Ich dachte, man gewöhnt sich vielleicht dran. Das ist nicht eingetreten. Stattdessen fällt einem nach 10 Minuten auf, wie seltsam die Leute sich bewegen. Halb Katze, halb Mensch. Denn Katzen haben nun mal keine Knie. Menschen haben Knie. Das fällt sehr auf, wenn man das sieht in dem Film. Es gibt sehr, sehr viele Figuren in Cats, verwirrend viele Figuren. Sie haben alle Namen, aber man muss sie sich nicht alle merken. Relevant ist die junge Katze, die am Anfang dazukommt. Die wird gespielt von Francesca Hayward, die Prima Ballerina am Londoner Ballett ist und zum ersten Mal in einem Film spielt. Sie hat nicht viel zu reden, aber sie tanzt. Dann gibt es Altdeuteronymus. Das ist eine alte, weise Katze, im Musical eigentlich ein Kater, jetzt eine Katze, die entscheiden darf, welche von den Katzen am Ende des Abends aufsteigen darf in den sphärischen Raum. Die Katze, die es am meisten verdient, bekommt ein neues Leben geschenkt. Und weil es natürlich einen Bösewicht geben muss, gibt es McCavity, der unbedingt in den sphärischen Raum aufsteigen will und die anderen nach und nach verschwinden lässt, die seine Konkurrenten sind. Die Zeit ist gekommen, die Wahl zu treffen. Es ist alles ein bisschen sonderbar, aber alle Katzen wollen das eben, die an dem Abend dann so vortanzen und sich selbst vorstellen mit diesen Liedern. Alle Lieder beschreiben ja eben einzelne Katzen, das sind so Selbstpräsentationen, eigentlich eine Nummernrevue. Das liegt daran, dass diese Gedichte von T.S. Eliot, auf denen das Musical basiert, da ist es eben so, dass jedes Gedicht eine Katze beschreibt oder die Katze beschreibt sich selbst. Und das sind dann eben auch die Lieder in dem Film. Aber viel mehr erfahren wir eben nicht über diese Katzen. Das heißt, die eine Katze ist gemütlich und jagt gerne Mäuse. Und die andere Katze, die ist so ein bisschen frech. Und dann ist die andere Katze, die macht gerne Sachen kaputt. Das trägt fast 2 Stunden Film einfach nicht an Charakterentwicklung. Die einzige, die es wirklich rausreißen kann, dass der Film so undankbar ist gegenüber seinen Schauspielern, ist Jennifer Hudson. Jennifer Hudson spielt Grisabella, die traurige Katze, die keiner mehr mag, die mal ein Star war, die jetzt zurückkommt und arm ist und einsam und alleine. Und Jennifer Hudson singt und weint dabei die ganze Zeit. Das ist das Einzige, was sie tut in dem Film, singen und weinen. Und Jennifer Hudson weint nicht schön, sondern sie weint hässlich. Es ist also ernst, daran merkt man das immer bei Hollywood-Filmen. Sie weint so hässlich, dass während sie singt, wir sehen, wie der Rotz aus ihrer Nase in ihren Mund reinläuft. Und trotzdem ist Jennifer Hudson gut. Das ist die herausragendste Leistung des Films. Spot an und Trommelwirbel bitte. Mit! Die Party fängt an. Das ist das Traurige an dem Film, dass so viele tolle Schauspieler dabei sind. Tom Hooper, der Regisseur, hat auch Les Miserables gedreht. Das ist ein guter Mann. Der Choreograf hat Hamilton choreografiert. Lauter tolle Leute. Und der Film bringt so überhaupt nicht. Hast du Lust, ein neues Leben zu beginnen? Im Vorfeld hieß es, der Film wäre eigentlich was für Furries. Also für Leute, die angeturnt werden von Fellkostümen und es auch gerne selbst tragen.
Ich nehme an, das muss man genau so sagen, weil man sieht sehr viele Leute, die nichts anhaben außer Katzenkostümen. Irritierenderweise haben sie echte Hände dabei, aber keine richtigen Füße. Also es wirkt alles auch irgendwie nicht so richtig durchdacht. Ansonsten würde ich sagen, es reicht auf jeden Fall nicht, Musicalfilme zu mögen und Katzen zu mögen. Das hätte ich gemerkt. Vielleicht ist es gut, wenn man noch sehr, sehr jung ist. Ich glaube, Kinder würden es lieben. Ich hätte es sicher geliebt als Kind. Heute funktioniert es nicht mehr. Ein neuer Tag beginnt.